So, dann nochmal einen wunderschönen guten Abend zum ersten Chart-Webinar von Ayondo und Feingold Research nach der Umstellung auf Winterzeit. Wenn ihr nach draußen schaut, es ist stockfinster inzwischen, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Man muss sich auch dran gewöhnen, dass der DAX heute, naja, ein bisschen kräftiger mal unter die Räder gekommen ist. 1,3%, das haben wir so auch schon länger nicht mehr gesehen, vor allen Dingen nach einem doch freundlichen Handelsauftakt dann eigentlich durchweg nach unten marschiert, gerade so mit US-Eröffnung kam nochmal so ein richtiger Schub rein, also Dynamik ist mal wieder vorhanden. Was sind die Ursachen, wie sind die nächsten oder wo sind die nächsten Unterstützungen und ja, was muss man jetzt noch alles wissen, das werden wir uns heute alles mal genauer anschauen. Finale an den Börsen, daher das Thema des Webinars, wichtige Termine für DAX, Gold und Euro, wobei ich natürlich hier schwerpunktmäßig ganz klar die Aktienmärkte beleuchten werde. Das ist, denke ich mal, bei allen derzeit klar im Fokus und die bieten auch im Augenblick richtig viel Dynamik. Aber schauen wir mal rüber, was wir hier heute bzw. in den vergangenen Tagen aus den Charts ablesen können. Also, ich habe hier mal den Währungsmarkt mit reingezogen, Euro-Dollar und hier unten drunter den DAX und man sieht sehr schön, ja, wie wir hier doch ein wunderbares inverses Kursverhalten haben. Das heißt also, fallender Euro, das war hier die Geschichte gewesen, so vom Anfang Oktober bis ungefähr zum 21. Oktober, Ende Oktober. Da wurde gespielt, Hillary Clinton wird die US-Wahlen ganz klar gewinnen, hatte ja zwischenzeitlich einen Vorsprung von rund 13 Prozentpunkten. Und so seit einigen Tagen wendet sich das Blatt. Man kann jetzt wieder in vielen ja, Massenmedien lesen, das Rennen ist wieder sehr, sehr eng geworden. Das überrascht nicht, wenn man sich einfach mal anschaut, wie auch alternative Erhebungsmethoden und Umfragen in den USA Ergebnisse liefern. Wenn man sich mal so ein paar Stimmungsbilder aus den USA auch hervorholt, dann wird doch deutlich, ja, viele trauen sich auch gar nicht zu sagen, wen sie letztlich wählen. Und das ist so eine, ja, ich sag mal, große Unsicherheitsmasse, die dann noch vollkommen offen ist vielleicht auch, wie sie sich entscheidet, ob sie überhaupt wählt. Das kann natürlich hier nochmal einen kräftigen Ausschlag dann am Ende geben. Wir wissen auch, das amerikanische Wahlsystem ist ja extrem kompliziert, mit der Zahl der Wahlmänner sind ja letztlich entscheidend, vor allen Dingen eben hier die wichtigen Swing States, ob man die auf sich vereinigen kann. Und hier hat Frau Clinton im Augenblick eigentlich noch einen komfortablen Vorsprung. Donald Trump müsste da sehr viele Swing States erobern, um da wirklich auch dann ja, sich gute Chancen ausrechnen zu können. Aber die Börse spielt im Augenblick einfach diese Unsicherheit. Was wir sehen ist, der Dollar gegenüber dem Euro ist ja unter Druck. Der Euro so ein bisschen als sicherer Hafen jetzt wahrgenommen. Das sieht man hier sehr schön von unter 1,09 jetzt auf 1,1060 Tendenz weiter steigt. Hier könnte so eine Art V-förmige Erholung jetzt mal laufen bis 1,12, 1,13. Und der DAX im Gegenzug unter Druck, weil natürlich A, ja, man nicht weiß, was passiert eigentlich bei einem Donald Trump, wenn er Präsident wird. Wie wird seine Außenpolitik sein? Wie wird er Wirtschaftspolitik betreiben? Auch wenn er natürlich gesagt hat, er startet massive Infrastrukturprogramme, werden die tatsächlich umgesetzt? Das ist so ein bisschen einfach diese Brexit-Panik, die man hier hat. Man ist nicht bisher darauf vorbereitet, dass er Trump gewinnen könnte. Dieses, ja, dieser schwarze Schwan, der wird jetzt an den Aktienmärkten vor allen Dingen eingepreist. Dazu haben wir eben noch die Problematik, da kommen wir gleich nochmal zu, dass die US-Indizes kurz vor mittelfristigen Verkaufssignalen stehen. Dow Jones bei 18.000, der S&P bei 2.100, 2.110. Sollten die fallen, gibt es von der Charttechnik noch eins auf die Mütze und das ist einfach schon im Augenblick zu viel für den DAX, der sich ja relativ weit hier auch vorgefühlt hat, mit Jahreshoch zuletzt noch, was ja nicht mehr durch die US-Indizes bestätigt wurde. Und deshalb geht es heute mal auf 10,480 im Augenblick runter. Ja, was wir auch sehen, die Volatilität springt an, das heißt also die professionellen Marktteilnehmer erwarten jetzt mal größere Schwankungen. Der Absicherungsbedarf insgesamt nimmt zu, Put-Optionsscheine sind gefragt und in diesem Umfeld sorgt das letztlich dazu, dass wir hier doch eine klare Tendenz im Augenblick nach unten haben, gleichwohl übergeordnet der Seitwärtsmarkt natürlich noch intakt. Ja, das ist die Ausgangslage. Hier mal darauf achten, also wie gesagt, der Euro bietet sich im Augenblick ganz gut an, so als auch guter Indikator für die Aktienmärkte selbst. Vorteil ist hier, es ist ein 24-Stunden-Handel.
Das heißt, man hat relativ früh schon am Morgen eine gute Indikation, wie die Stimmungslage ist. Und das kann sich dann auch schon schön auf die Aktienmärkte auswirken. Wer noch ein bisschen exotischer in den Währungsmärkten unterwegs sein möchte, der achtet einfach mal auf den mexikanischen Peso zum US-Dollar. Also hier der Chart US-Dollar, mexikanischer Peso. Hier geht die Geschichte leider andersrum in der Form, dass ja Herr Trump gesagt hat, er will eine große Mauer in der Grenze zu Mexiko aufbauen, die, wenn die denn umgesetzt würde, könnte man dann auch wie die chinesische Mauer aus dem Weltraum sehen. Lassen wir das jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls hat er so ein bisschen Mexiko, sage ich mal, überspitzt formuliert, den Kampf angesagt. Und das bringt natürlich den mexikanischen Peso unter Druck. Hier genau die gleiche Geschichte wie gerade beim DAX. Das hier war die Rallye gewesen. Naja, Trump könnte noch Chancen haben. Dann wendete sich hier das Blatt mit der letzten TV-Debatte. Der mexikanische Peso hat wieder aufgewertet. Hier entsprechend also dann der Kurs nach unten gefallen. Der Dollar hat abgewertet, gleichbedeutend eben mit steigenden Siegchancen für Hillary Clinton. Und lustigerweise mal wieder hier exakt an der 200-Tage-Linie ist erneut ein Richtungswechsel festzustellen. Der mexikanische Peso steigt, das heißt der Dollar steigt zum mexikanischen Peso. Hier wird also auch eingepreist die steigenden Wahlchancen für Donald Trump. Und das ist so eine lustige Verknüpfung, finde ich eigentlich, zwischen Charttechnik, der Unterstützung der 200-Tage-Linie und den Prognosen zur US-Wahl. Hat auch hier schon mal sehr gut funktioniert. Ja, wer weiß, was alles in der Charttechnik drinsteckt. Aber wollen wir das jetzt mal nicht den Bogen überspannen, sondern mal zur Umfrage starten und damit zur Sentiment-Erhebung. Nächste Woche Dienstag natürlich das nächste Chart-Webinar. Und ich möchte natürlich wissen, nach dem heutigen Rücksetzer, wie schätzt ihr den Markt im Augenblick ein, den DAX? Geht es jetzt noch weiter nach unten in Richtung der Untergrenze der bisherigen Handelsspanne oder ist das jetzt mal heute alles eingepreist? Zuletzt ja 61% auf steigende Kurse gesetzt, also klar optimistisch ausgelegt gewesen. Wenn man sich das heute anschaut, 10.526 der Xetra-Schluss, hat der DAX gut 230 Punkte verloren im Wochenvergleich. Okay, und das Ergebnis fällt diesmal ebenso eindeutig aus. Und ja, das Blatt hat sich gewendet. 39% gehen davon aus, dass der DAX höher stehen wird. 61% gehen davon aus, der DAX wird nächste Woche Dienstag tiefer notieren. Sentiment hat sich also komplett gedreht, was ja jetzt in den vergangenen 3 Wochen eigentlich durchweg bullisch gewesen ist. Jetzt also heute mit dem Tag negativ, weil offenbar viele von euch auch ein Trump-Risiko noch stärker jetzt einpreisen. Wir gucken uns mal die Sentiment-Umfragen an aus den USA. Auch hier so ein ähnliches Bild, hatte ich aber letzte Woche schon gesagt. Die US-Fondsmanager sind etwas vorsichtiger geworden. Da hat sich jetzt nicht mehr so viel verändert. Die harren jetzt hier in einem neutralen Bereich, der ist weder auf eine Übertreibung nach oben noch eine Übertreibung nach unten deutet er hin, sind jetzt hier bei 66 Punkten, leicht erhöht, aber daraus lassen sich jetzt wirklich keine klaren Tendenzen ableiten, das müssen wir mal außen vor lassen. Interessanter da natürlich weiterhin die Stimmungsumfrage der Privatanleger. 25% sind bullish, was ganz klar wieder mal unter dem langfristigen Durchschnitt liegt, von 14 Prozentpunkten ungefähr. Unter dem Durchschnitt. Das neutrale Lager weiterhin extrem stark gefüllt. Hat so ein bisschen Zuwachs bekommen von der Bärenseite. Da sind jetzt nicht mehr ganz so viele pessimistisch. Viele haben sich jetzt neutral also positioniert und warten jetzt einfach das Ergebnis, denke ich mal, ab. Und das sieht man auch eben, wenn man sich die Fondsmanager-Umfragen hier anschaut. Die Cash-Quote mit knapp 6% auf dem höchsten Stand seit, ich glaube, Juli. Und davor muss man ja zurückschauen, bis zu den Terroranschlägen 2001. Also die Fondsmanager halten auch ganz viel Bargeld im Augenblick, sind eher defensiv ausgerichtet, die Privatanleger sowieso neutral. Was kann man jetzt davon ableiten, von den US-Stimmungsindikatoren? Nicht sehr viel. Es ist keine Übertreibung bei den Bullen und bei den Bären. Es ist ein relativ großer Skepsis, weil es einen geringen Anteil an Bullish positionierten Kleinanlegern gibt. Das neutrale Lager ist sehr groß, daraus kann man einfach ableiten. Ja, hier warten alle ab, was am nächsten Woche Mittwoch dann dabei rauskommt.
Als Ergebnis dürfte dann am frühen Morgen des 9. November dann auch feststehen, das heißt zu Handelsbeginn in Europa schon. Und dann dürften die Positionierungen auch starten, das heißt dann wird wohl frisches Kapital in die Märkte strömen. Wie ich es in der letzten Woche schon angedeutet hatte, die Chancen auf der Oberseite sehe ich nicht ganz so stark wie das mögliche Rückschlagspotenzial bei einem Wahlsieg von Donald Trump. Ganz interessant hier in Deutschland, da sind die Anleger im Augenblick noch deutlich optimistischer gewesen, zumindest noch in der vergangenen Woche, wie das Sentiment der Börse Frankfurt. Sieht man sehr schön hier der blaue Balken und der gelbe Balken, das heißt das Sentiment der Privatanleger hier in gelb und der institutionellen in blau, ist in der letzten Woche nochmal deutlich angestiegen. Das heißt, ein richtig großer Optimismus ist hier eigentlich drin gewesen. Viele haben gedacht, okay, jetzt läuft der Markt vielleicht in eine Jahresendrallye schon hinein und bevor wir die wieder verpassen, sind wir dann schon engagiert. Wir sind hier, was die Umfragen angeht, auf dem höchsten Stand seit Anfang Januar jetzt angekommen. Das ist ein Kontraindikator, zumindest mal für den deutschen Aktienmarkt aus Sentimentsicht. Und ja, das sollte uns hier etwas nachdenklich stimmen. Obgleich man ja sagen muss, der DAX wird ja schon lange eigentlich nicht mehr von uns kleinen Privatanlegern bewegt, beziehungsweise von deutschen Investoren. Angelsächsische Investoren geben ja hier eigentlich als Großaktionäre inzwischen den Ton an. Und ja, letztlich auch natürlich die Vorgaben von der Wall Street. Also, interessante, ich würde mal sagen, exklusive Ausgangslage bei den Sentimentumfragen im Augenblick. Und das dürfte sich bald wirklich in einer kräftigeren Bewegung dann auch entladen. So, und damit kommen wir zu den von mir angesprochenen Terminen. Damit das Thema eigentlich für heute. Wichtige Termine für die Märkte, also Edelmetalle und natürlich gerade die Aktienmärkte. Ich habe die hier mal aufgelistet, ein bisschen anders aufbereitet als noch in den letzten Webinaren. Und zwar mit der Bedeutung für die Aktienmärkte versehen. Je mehr Pluszeichen, desto größer der Einfluss, gerade im kurzfristigen Bereich. Wir beginnen morgen Abend mit der FED-Notenbank-Sitzung. Da ist eigentlich nicht wirklich viel zu erwarten. Wenn man sich das anschaut, die FED hat hier eigentlich keine Möglichkeit, die Zinsen zu erhöhen. Das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Erstens mal ist die Unsicherheit natürlich eine Woche vor den Wahlen viel zu groß. Wenn man sich anschaut, vor der Brexit-Entscheidung hat sie auch nichts gemacht. Dann wird sie da natürlich tunlichst jetzt auch die Finger davon lassen, vor den US-Wahlen sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, das heißt, die Pulver zu verschießen. Man sieht auch hier die Positionierungen oder die Wahrscheinlichkeiten am Terminmarkt. 93% der Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die FED morgen Abend nichts machen wird. Das heißt, der Markt ist auch überhaupt nicht vorbereitet. Was kann man morgen Abend erwarten? Naja, letztlich, dass die FED wohl ankündigen wird, im Dezember tätig zu werden. 14. Dezember wäre dann die nächste und letzte Zinssitzung in diesem Jahr. Dann könnte wahrscheinlich das Ganze mal hochgeschraubt werden von 0,5 auf 0,75%. Die Wahrscheinlichkeit hier im Augenblick liegt bei deutlich über 70%. Das heißt, der Markt ist eigentlich vorbereitet, aber, muss man auch ganz klar sagen, auch das natürlich nur unter der Voraussetzung, erstens, dass die Konjunkturdaten bis dahin, die veröffentlicht werden, nicht irgendwie schlechter ausfallen sollten. Zweitens, dass die US-Wahlen positiv für die Märkte ausgehen. Das heißt, Donald Trump sollte nicht ins Weiße Haus einziehen. Sollte Herr Trump die Wahl gewinnen, ist davon auszugehen, dass die Fed Mitte Dezember nicht die Zinsen erhöhen wird. Ganz einfach, weil dann die Nervosität an den Märkten kurzfristig extrem hoch sein wird. Die Unsicherheit wird sehr, sehr groß sein. Das wird sich dann auch in Konjunkturdaten widerspiegeln. Deswegen kann man davon dann auch ausgehen. Gewinnt Frau Clinton, kommt es zur Zinserhöhung sehr wahrscheinlich im Dezember. Gewinnt Trump, gibt es keine Zinserhöhung im Dezember. So kann man das eigentlich zusammenfassen. Noch kurz ein Hinweis zu den Zinsen. Hier seht ihr einfach nochmal die Zinsentwicklung. Das ist die Prognose im Augenblick, wie sie von den meisten Volkswirten gesehen wird. Natürlich ist auch klar, dass man Mitte Dezember dann von der FED hören will, dass es nicht zu weiteren Zinserhöhungen in 2017 kommen wird, dass der Zinserhöhungspfad weiterhin extrem niedrig bleibt. Ich persönlich gehe ohnehin davon aus, dass 2017 ein sehr, sehr schwieriges Jahr wird, mit einer möglicherweise Rezession in den USA. Sie wäre einfach mal wieder überfällig. Man muss aber auch bedenken, die Zinsen, die ja zuletzt schon stark gestiegen sind, die 10-jährigen US-Anleihen zum Beispiel, sind ja hier die wichtigen Zinsen, die sind schon deutlich angezogen und die USA können es sich schlicht und ergreifend einfach nicht leisten, dass die Zinsen weiter steigen.
wichtig, 65 Billionen Dollar Verschuldung liegen in den USA im Feuer. Ja? Von Staat, Privathaushalten und Unternehmen außerhalb des Finanzsektors, 65 Billionen Dollar Verschuldung. So, wenn man jetzt einen Zinsanstieg nehmen würde von 100 Basispunkten, was ja eigentlich nicht viel ist, dann wären das allein zusätzliche Zinsbelastungen von 650 Milliarden Dollar jährlich. Das müsste die US-Wirtschaft erst einmal schultern, wenn die, wie gesagt, die Zinsen um 100 Basispunkte steigen. 650 Milliarden Dollar on top obendrauf entsprechen 3,5% der Wirtschaftsleistung der USA, die liegt ja ungefähr bei 18,5 Billionen Dollar pro Jahr. Heißt nichts anderes, selbst so einen mickrigen Zinsanstieg hätte eine unmittelbare Rezession zur Folge. Und das können sich die USA nicht erlauben. Deshalb muss die Fed einfach hier weiterhin ganz behutsam vorgehen. Sie muss aufpassen, dass die Zinsen nicht zu stark steigen. Sollten die doch zu stark steigen, muss ein neues QE4-Programm aufgelegt werden. Und vielleicht dringt sich die Fed auch dazu durch, dass man einfach den Kandidaten im Weißen Haus mal ins Buch schreibt, sie sollen endlich größere Infrastrukturprogramme ankündigen und diese dann vor allen Dingen auch umsetzen. Jeder weiß das, EZB-Chef Draghi verlangt das ja auch schon sehr lange von den Euro-Ländern. Also nicht nur Strukturmaßnahmen, sondern eben auch Infrastrukturmaßnahmen im Sinne von Investitionen in die Infrastruktur der Länder, um eben so auch über weitere Kanäle die Wirtschaft letztlich anzuschieben. Da haben Clinton und Trump doch deutlich zu verstehen gegeben, dass sie das machen wollen mit 100, 200 Milliarden Dollar. Was kommt letztlich nachher raus, steht immer auf einem anderen Blatt. Ne? Das ist natürlich klar. Solche Ankündigungen sind natürlich sehr attraktiv für die Wirtschaft, finden Applaus, aber was wird letztlich tatsächlich auch umgesetzt, steht meistens dann wieder auf einem anderen Blatt, deswegen da ein bisschen vorsichtig sein. Aber wie gesagt, grundsätzlich können es sich die USA überhaupt nicht erlauben, dass die Zinsen wirklich stärker steigen. Kommen wir damit zum Chart, nicht zum Chart des Tages, aber doch einen wichtigen Chart. Ich will weiterhin nochmal die saisonale Komponente oben halten, auch wenn wir natürlich heute einen Rückschlag gesehen haben, ist weiterhin so, dass wir in einer der besten Phasen des Jahres eingetreten sind, was zumindest die saisonale Komponente angeht. Ja. Das heißt, gewinnt Clinton, ja, dann ist ja dieser massive Unsicherheitsfaktor weg. Dann dürfte es so ein, ja, doch Erleichterung kommen. Und das ist dann unterstützt hier eben nochmal von diesem saisonalen Verlauf. Meistens eben ab Anfang November ziehen die Kurse auch in den USA deutlich an. Die Gewinnquote ist da auch relativ hoch. Beim DAX haben wir eine Gewinnquote im November von 85% in den vergangenen 20 Jahren gehabt, mit einer Durchschnittsperformance von 2,8%. Der Dezember bringt es ungefähr auf 2,1% mit einer Gewinnquote von 80%. Also statistisch gesehen ist die Sache eigentlich klar und auch wenn man sich mal die Charts übereinander legt, ja, vom S&P 500 zum Beispiel und der 2016er Verlauf, der Durchschnittsverlauf, die zwei schwarze Linie, das passt bisher noch alles. Ja, jetzt haben wir hier so ein bisschen den Verlauf nach hinten verschoben, aufgrund der US-Wahl, aber danach, normalerweise müsste es dann jetzt nach oben gehen. Ich will das Ganze nochmal untermauern, jetzt ein bisschen wegkommen von der US-Wahl, das kann ja auch bald keiner mehr hören. Nochmal hier die Periode von November bis April beleuchten. Auch die zeigt es eigentlich nochmal sehr schön. Ja, hier für den Dow Jones in den vergangenen, seit 1972 hier die Daten, da sieht man, dass diese Winterperiode, also diese Best Six Month of the Year, November bis April, sich einfach auch statistisch sehr schön belegen lassen. Wir haben hier einen Anstieg von November bis April von durchschnittlich 7,1% seit 1946. Mai bis Oktober eigentlich nichts gehabt, 0,4% nur Zuwachs, sieht man hier, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Seit 1972 endeten 34 der 42 Perioden hier mit Gewinnen und durchaus auch schon mal mit prozentual zweistelligen Gewinnen. Wir haben hier mal Ausreißer gesehen auf der Unterseite, 73, 74, 82, 2001 nochmal hier natürlich, 2008, 2009. Das waren immer so Rezessionsjahre gewesen. Im Augenblick haben wir noch keine Rezession in den USA, von daher bietet sich es auch nicht an, hier auf eine Rezession zu spekulieren. Aber wenn man sich einfach mal diese Statistik zu Gemüte führt, in den vergangenen 73 Jahren, wie gesagt, kam es im November bis April nur dreimal zu zweistelligen Verlusten. Das sieht man hier sehr schön. Der maximale Rückschlag waren 14% gewesen.
Und wie ich schon sagte, in 30 von 73 Jahren haben wir sogar zweistellige Gewinne gesehen, mit bis zu knapp 30% hier mal, 1986. Also eigentlich dieser Zeitraum November bis April ganz klar positiv behaftet und sollte eigentlich den Märkten dann auch Rückenwind geben. Ich habe hier drunter geschrieben, aber Ausnahmen bestätigen die Regel, eben wenn Trump gewinnt, ist einfach kurzfristig eben mit diesem Rückschlag zu rechnen, mit dieser Unsicherheit. Und vielleicht greift dann auch erst ein bisschen später die Erkenntnis, auch ein Trump wird in Washington vielleicht handzahm gemacht von der ganzen Politik. Wer die Serie House of Cards kennt, der weiß so ein bisschen, wie es da zugeht. Und da wird sich dann auch Herr Trump wohl dran orientieren müssen. Und ja, so ein bisschen Spekulation auf Infrastrukturprogramme dann noch einsetzen. Hier nochmal die Übersicht für den Zeitraum Mai bis Oktober. Seht ihr deutlich, ganz klar negativ aus, behaftet das, die Statistik, prozentual zweistellige Rückschläge relativ häufig, fast schon ausgeglichenes Bild. Also reicht es eigentlich schon, wenn man immer im November- bis April-Zeitraum investiert ist und danach sich ein schönes Leben macht. Hier zumindest mal für den Dow Jones. Nicht ganz so eindeutig sind die Daten für den DAX, da gibt es leider noch keine guten Zahlen zu Statistiken. Ich arbeite noch daran, auch mal so ein Diagramm für den DAX zu entwickeln, aber da brauche ich noch ein bisschen Zeit für, ist nicht ganz so einfach. Aber kommt sicherlich auch mal in den nächsten Webinaren dann. So, das wie gesagt von der Statistik her weiterhin ganz klar der Daumen nach oben gerichtet. Wenn man sich die Marktstrukturdaten in den USA anschaut, naja, ne? Ich habe hier mal mitgebracht, Anzahl der Aktien im S&P 500, die noch über ihrer 50-Tage-Linie notieren, also einen mittelfristigen Durchschnitt. Schaut es euch an, der S&P hier oben so ein bisschen, naja, Rundbogen-Tendenz, die sich hier ausgebildet hat, aber hier die Anzahl der Aktien, das ist ganz deutlich nach unten gegangen, ja, seit Anfang Juli, eigentlich Mitte Juli, ist die Marktbreite immer geringer geworden, immer weniger Aktien im S&P 500 handelten noch über ihrer 50-Tage-Linie und wir sind hier unten eigentlich schon so ein bisschen in einen überverkauften Bereich reingelaufen. Ja, der beginnt hier ungefähr so bei 35%. Da sind wir jetzt mit dem heutigen Rücksetzer, dürften wir sogar schon bei 30% langsam sein. Also die Märkte gerade im kurzfristigen Bereich, im mittelfristigen Bereich auch schon überverkauft. Ja, und das bietet auch durchaus sich als Sprungbrett an. Sollte Frau Clinton gewinnen, dann ist einfach eine überverkaufte Marktlage noch da und das kann dann durchaus noch mal etwas mehr Potenzial auf der Oberseite freisetzen und macht die ganze Sache dann doch sehr spannend, vor allen Dingen mal für den mittelfristigen Zeitpunkt. Ja. Jetzt nicht unmittelbar, vielleicht ein, zwei Tage später, dass es hier zu so einem starken Absturz kommt, wie nach einem Trump-Erfolg, also innerhalb der nächsten zwei bis drei Tage, wie beim Brexit, aber eher mittelfristig ausgerichtet, wäre das dann durchaus eine ganz gute Ausgangslage. Gut, Präsidentschaftswahlen habe ich jetzt schon erörtert, das Ganze. Hier nochmal einfach der Übersicht halber, die habe ich auch schon mal gezeigt, dass einfach unter Demokraten ja die Märkte in den USA sich deutlich besser entwickelt haben. Wie war es noch? Folgte auf einen Demokrat. Ein Demokrat, dann waren es ungefähr in den nächsten 12 Monaten ist der S&P um rund 7% gestiegen. Folgte auf einen Demokrat, ein Republikaner. Dann sind die Märkte in den nächsten 12 Monaten um rund 7% gesunken. Also, was das angeht, hier auch mal entsprechend mit berücksichtigen. Republikaner haben einfach ja, ein schwieriges Marktumfeld vorgefunden. Sieht man hier sehr schön Ölkrise. Anschläge, Internetblase, ob Zufall oder nicht. Meistens, wenn die Wirtschaft in die Knie ging, wenn es irgendwelche größeren Probleme gab, waren halt Republikaner meistens aus. Bei Demokraten, die haben oft davon profitiert, gerade Obama natürlich, von der massiven Geldpolitik nach der Finanzkrise. Aber hier zumindest auch mal die Statistik relativ eindeutig. Gut, damit kommen wir zum Chart. So, der S&P 500, ich aktualisiere gerade nochmal, ja, was wir jetzt hier sehen, 2103 Punkte, fällt soeben auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli, also klares negatives Signal, was hier ausgebildet wurde, ist hier das Ausbruchsniveau, ist jetzt nach unten hin verlassen, das ist das, was ich befürchtet hatte ja schon, dass sich hier dieser mittelfristige Abwärtstrend durchsetzt und damit sendet der amerikanische Leitindex jetzt ein doch veritables Schwächesignal. Wenn man jetzt einfach mal hier eine Parallellinie ansetzt,
an den unteren Umkehrpunkt, den wir zuletzt gesehen haben, dann ist das hier ein Kurs von 2090 Punkten. So, und da haben wir dann auch hier schon die 200-Tage-Linie im Spiel, die hatte ich ja auch erwähnt. Und natürlich kann die 200-Tage-Linie auch mal kurz unterboten werden, wie es hier zum Beispiel Mitte Juni der Fall gewesen ist. Nimmt man jetzt einfach mal hier ein Kursziel an. Die Höhe dieser Ausbruchsformation betrug ungefähr knapp 4%, also 3,6, 3,8%. Das nach unten gespiegelt führt uns dann eben in einen Zielbereich hier von ungefähr 2040 Punkten. Das ist hier auch die Unterseite des Prognosekorridors, den ich ja berechne aus den Schwankungen des S&P 500 um seine 21-Tage-Linie. Hat hier sehr schön auch funktioniert schon im Sommer. Das wäre dann also jetzt so ein mögliches Kursziel. Ja, Abschlagspotenzial damit für den S&P kurzfristig noch. Ziel 200-Tage-Linie ist ungefähr 1%. Wenn es ein bisschen schlimmer werden sollte, wären es dann 2,7%. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die Märkte auch noch hier weiter drunter fallen, also unter 2025, 2040 nicht bis zum kommenden Dienstag, es sei denn, die Umfragewerte für Clinton stürzen derart drastisch ab und Donald Trump holt so kräftig auf, dass man fast schon sagt, der Trump hat den Wahlsieg sicher, dann könnte hier der Markt auch nochmal unter die 2000 fallen. Bleibt es aber so, wie es jetzt ist, dann gehe ich eher davon aus, dass sich der S&P hier in diesem Bereich zwischen 2040 und der 200-Tage-Linie über 2080 stabilisieren sollte. Aber nichtsdestotrotz ganz klar, wir haben jetzt hier ein Schwächesignal vorliegen, ein Verkaufssignal im S&P 500 und das ist zumindest erstmal negativ einzuschätzen. Kommt gerade die Frage rein, wann wäre das wieder egalisiert? Naja, ganz einfach, eigentlich würde ich für den S&P ohnehin nur den Daumen wieder leicht nach oben nehmen, wenn wir hier die Abwärtstrendlinie überwunden haben, also über 2160. Da kann man versuchen einzusteigen. So, und alternativ bietet es sich natürlich an, hier unten zum Beispiel auf Schnäppchenjagd zu gehen und hier die Kurse mal abzufischen mit ersten Positionen und diese dann aufzustocken, wenn der Markt wirklich wieder nach oben laufen sollte. Gerade eine Frage zum Dow Jones. Ich muss mal eben gucken, wo ich den Dow Jones habe, dann bringe ich den auch gleich noch mit rein. So, hier. Dow Jones ist ja eigentlich genau die gleiche Marke mit der 18.000 im Spiel, die wir ja heute auch schon wahrscheinlich unterschreiten werden. Wir sind noch nicht ganz klar, wir sind jetzt bei 17.977. Aber ihr seht, letztlich die Charttechnik ist hier ja ähnlich. Auch hier kann ich wieder eine Projektion als Tief anlegen. Wir haben hier noch nicht ganz das Ausbruchsniveau nach unten durchbrochen, 17.900 Punkte. Das wäre dann ein ganz klares Signal, dass wir also auch hier oben dann das Ganze negativ abschließen werden. Auch hier dann die 200-Tage-Linie, der nächste Ziel. Das nächste Ziel war 17.740 ungefähr. Und da ist dann auch die Unterseite dieses Kanals. Der Dow Jones liefert hier ein bisschen bessere Chartmarken im Augenblick als der S&P vielleicht. Also 17.000, dieser Bereich hier sehe ich als ein sehr gutes Kursziel im Augenblick an. Wenn sich jetzt diese Schwäche hier weiter fortsetzen sollte und wir nicht ein Intraday Reversal sehen, das heißt die Kurse sich zum Handelsschluss noch einmal erholen sollten. Kann durchaus passieren. Bleiben wir so schwach, ist dann wie gesagt Ziel die 200-Tage-Linie in beiden Indizes, dem S&P und dem Dow Jones. Danach muss man schauen, einfach was passiert. Ja, das wäre dann hier so eine mögliche Entwicklung. Ziel ja an die Unterseite, dann wäre der Markt positioniert für die Wahlen. Sollte dann Clinton gewinnen, ziehen wir wieder nach oben, allmählich allerdings nur, würde ich sagen, nicht extrem stark. Allerdings auch muss man auch wieder einschieben, es gibt einfach wahnsinnig viele Variablen. Ich will ehrlich gegenüber euch sein. Wenn wir jetzt hier natürlich extrem abstürzen sollten, ja, weil einfach auf einmal Trump eingepreist wird. So, und dann stellt sich aber am Mittwoch raus, Trump verliert und Clinton gewinnt, dann ist natürlich das Erholungspotenzial für die Märkte wesentlich größer. Ja. Das muss man sich im Klaren sein. Je mehr jetzt ein Trump eingepreist wird und danach Clinton gewinnt, desto stärker erholen sich die Märkte davon. Gewinnt dann natürlich ein Trump und wird der Trump jetzt eingepreist, ist auch klar, ist der Rückschlag nicht mehr ganz so kräftig.
weil dann natürlich schon viele Investoren entsprechend die Position angepasst haben. Ich weiß, das ist alles extrem unbefriedigend eigentlich, aber so ist es nun mal. Das sind politische Börsen und ich sage, an politischen Börsen sollte man sich raushalten. Denn niemand weiß, was am Ende rauskommen wird. Man kann fast nur verlieren, egal wie man sich jetzt informiert über die US-Wahl und die Wahlmänner und das Wahlsystem. Das führt auf keinen grünen Zweig. Also ich wäre jetzt wirklich vorsichtig. Das bringt nichts. Lieber zurücklehnen, abwarten, was nächste Woche Mittwoch Fakt ist und sich dann positionieren. Schrittweise vielleicht auch erstmal nur. Aber jetzt erstmal die nächsten 5 Tage wirklich Piano machen. Genau, danke für die Börsenregel. When in doubt, stay out. Genau, also im Zweifel einfach mal die Füße stillhalten und nichts tun. Nichts tun kann auch von Vorteil sein. Ja. Man muss nicht immer in den Märkten investiert sein. Die Märkte bitte nicht tot traden. Ja. Das ist ein großer Fehler. Es gibt viele Privatanleger, ich höre es immer wieder, Herr Wenner, geben Sie mir doch eine Empfehlung. Ich will raus und rein und jeden Tag was machen. Nein, falsch. Lass das bleiben. Nicht immer raus und rein. Einfach auch mal nichts tun und gucken, bis sich klare Signale ergeben haben, beziehungsweise bis ein wesentlicher Belastungsfaktor auch mal raus ist. Auch wenn ich dann vielleicht ein bisschen was verpasse an Performance, glaubt mir, man schläft ruhiger und mittelfristig bringt das wirklich mehr. Gut, also das ist das Bild für den Dow Jones. Ich habe noch ein paar andere Charts mitgebracht von Indizes. Es gibt ja auch noch Indizes in den USA, die noch wesentlich besser aussehen. Hier einfach mal der Philadelphia Semiconductor Index, also der Index der Chip-Werte. Stichwort Infineon hier, die entwickeln sich bisher noch relativ gut. Ein schöner Aufwärtstrend, steigende 200-Tage-Linie, steigende Trendlinien. Also wer im Augenblick in Sektoren noch investiert sein möchte, die noch einen klaren Aufwärtstrend aufweisen, sollte sich einfach mal im Philadelphia Semiconductor Index umschauen. Also den Chip-Index letztlich, der sieht noch sehr, sehr gut aus. Hier wie gesagt mit den nächsten wichtigen Unterstützungen und Widerständen und damit den Chartmarken. Wer das in Deutschland spielen will, schaut sich einfach eine Infineon zum Beispiel an, eine RIP Software, da gibt es ja so ein paar Kandidaten noch aus dem TechDAX, die eben auch noch ganz gut mit im Chip-Segment unterwegs sind. Natürlich hier die Bilanzsaison, bitte nicht vergessen. Ein weiterer Index in den USA, der zumindest zuletzt noch ganz gut gelaufen ist, eine Goldman Sachs zum Beispiel, ein JP Morgan, hier der Banks Index, also Index der amerikanischen Bankaktien, läuft ebenfalls besser als der Gesamtmarkt. Liegt einfach daran, dass hier die Mergers and Acquisitions Geschichte ein bisschen gespielt wird. Die US-Banken haben wirklich starke Zahlen geliefert, jetzt bei den jüngsten Quartalsberichten. Und es wird darauf spekuliert, Snap kommt ja wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres an die Börse, sofern die Stimmung noch halbwegs gut ist. Das wird natürlich dann nochmal wirklich ein guter Kassenschlager werden für die Banken, für die Konsortialführer, die mit dabei sind. Und viele wetten darauf, dass dann noch mehr Unternehmen an die Börse gehen. Und das ist natürlich dann ein gutes Geschäft für die Institute selbst. Auch die haben natürlich vom Brexit profitiert, einfach erhöhte Handelsfrequenz. Und damit geht einfach mehr durch die Bücher bei den Banken. Davon profitieren die und die sind natürlich dann die US-Banken ganz vorne zu nennen. Also hier entsprechend der Dow Jones US Banks Index ebenfalls noch ganz gut unterwegs, wenn man hier investiert sein möchte. Was nicht mehr so schön aussieht, der Nasdaq Biotech Index. Seht ihr sehr schön, ich warne wirklich schon seit Wochen und Monaten davor, hiervon die Finger zu lassen, ganz einfach. Auch das ist nur ein politisches Spiel, was man hier macht, eine Wette darauf, dass vielleicht Frau Clinton nicht gewinnt. Gut, jetzt könnte man natürlich die Frage aufwerfen, wenn hier der Index so stark unter Druck ist und die Wahlchancen für Frau Clinton fallen, warum fällt denn dann überhaupt noch der Biotech-Index? Ja, ich glaube, hier ist einfach die Unsicherheit auch drin. Ja, so ein bisschen Clinton, so ein bisschen Trump, einfach komplette Unsicherheit im Biotechnologiebereich, die noch dazu kommt einfach zu diesem ganzen Wahlgedöns. Und deshalb verabschiedet man sich hier noch aus diesen noch spekulativeren, risikoreicheren Positionen. Und dazu zählen zweifelsohne die Biotechnologieaktien. Also auch hier bitte weiter vorsichtig bleiben. Wer will, kann hier unten in dem Bereich 2560 bis ungefähr 2600, 2650 Punkten mal auf Schnäppchenjagd gehen und hier auf eine Erholung setzen, aber auch bitte auch vorsichtig sein. Ne? Wer den Chart von Novo Nordisk zuletzt gesehen hat mit der Gewinnwarnung, weiß, dass das ganze Ding auch schon mal schnell extrem kippen kann.
Da sind dann doch eher Aktien sicherlich gefragt, die verlässlicheres Geschäftsmodell, sage ich mal, haben, wo man nicht so viel Risiken hat. Ich weiß, hier kommt gerade wieder die Frage, Herr Wenner, was ist mit Ihrem Dauerfavoriten? Ja, stehe ich nach wie vor zu. Also hier nochmal der Chart von Altria. Ich möchte es nur nochmal vor dem Hintergrund sagen. Ne? Kurz unter der 200-Tage-Linie gedreht und jetzt wieder schön nach oben gelaufen. Innerhalb von wenigen Tagen waren wir locker mal 9% drin gewesen mit Altria. Da weiß man, was man hat, ja. Stabile Cashflows, schöne Dividendenrendite, ein bisschen Aktienrückkaufprogramm ist, glaube ich, auch noch mit dabei. Schöner, wunderbarer Chart, mehr brauche ich nicht, ja. Super Aktien. Gut, dann kommen wir mal zur anderen Seite. Ich wollte noch mal kurz die Termine aufrufen, kam ich auch noch mal gerade die Frage zu rein, also wie ich das denn einschätze. Also die FED-Notenbank-Sitzung morgen Abend ist für mich eigentlich hat Non-Event. Ja. Die FED wird wahrscheinlich sagen, dass im Dezember was gemacht wird, aber unmittelbar stärkeren Markteinfluss sehe ich hier nicht. Am 3. November die Bank of England Notenbank-Sitzung, auch da sehe ich eigentlich kaum größere Marktimpulse draus. Die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, ja, das könnte nochmal was bringen, falls es hier zu größeren Abweichungen kommt. Aber auch hier wird letztlich alles schon dann unter dem Schatten der US-Wahlen sein. Und deshalb hier auch die US-Präsidentschaftswahl am 8. November mit 4 Plus-Sternchen oder 4 Plussen versehen, Zeichen. Ganz klar, überragendes, kurzfristiges Ereignis für die Märkte. Wie gesagt, gewinnt Trump, sollte man sich ein Brexit-Szenario mal zurechtlegen. Es sei denn, es wird jetzt im Vorfeld schon sehr, sehr stark eine Trump-Wahlsieg eingepreist. Ah, das habe ich ja schon ganz erklärt. Danach haben wir so ein bisschen Pause bis zum 2. Dezember, dann kommen die US-Arbeitsmarktdaten, die bewerte ich im Augenblick mit 3 Pluszeichen, ganz einfach, weil die dann nochmal vielleicht die letzte Tendenz geben für die FED-Sitzung hier am 14. Dezember. Die wird auch nochmal entscheidend werden auf jeden Fall, genauso wie die EZB-Sitzung, weil man hier bei der EZB sich dann erhofft, was passiert endlich mit dem Anleiheaufkaufprogramm in 2017, also der 8. Dezember sehr entscheidend, der 14. Dezember ebenfalls. Sehr wichtig, denn dann ist die letzte Chance, in diesem Jahr die Zinsen zu erhöhen. Dazu ist eigentlich alles gesagt. Die Präsidentenwahlen in Österreich, kein Ereignis eigentlich. Das Abstimmung, Reform in Italien noch mit 2 Pluszeichen, denn ich habe letztens gelesen, dass Herr Renzi damit nicht mehr sein politisches Schicksal verbindet. Von daher dieser Unsicherheitsfaktor eher mal weg. Genau, da kommt gerade eine gute Frage rein. Präsidentenwahlen in Österreich sehe ich eigentlich als sehr unbedeutend an. Also unbedeutend relativ gesehen zu den anderen Ereignissen. Ja. Für den ATX könnten die Auswirkungen ein bisschen größer sein, aber also Österreich bewegt jetzt nicht die Märkte. Ich müsste vielleicht dazu sagen, Bedeutung für den S&P und den DAX. Ja, das sagen hier die Pluszeichen. ATX wird gerade angesprochen. Ich hatte es euch ja gesagt, achtet hier auf die Marke bei 2415 Punkten. Ja. Wenn der darüber steigt, haben wir eine schöne Rallye-Chance bis 2015. Genau das hat der Markt geliefert. Also wunderbare Entwicklung, die wir hier nochmal beim ATX zuletzt gesehen haben. Auch der kommt natürlich dann jetzt zurück. Ist hier natürlich noch im Aufwärtstrend. Sollte natürlich jetzt hier Norbert Hofer, FPÖ, seinen, aber nicht EU-freundlichen Kurs dann fortsetzen und eher gewählt werden, käme natürlich dann der ATX ein bisschen unter Druck. Das ist klar. Deshalb auch hier jetzt im ATX, die Party ist, denke ich mal, erst einmal ein bisschen gelaufen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier jetzt auch vielleicht so eine Rückkehrbewegung nochmal sehen, hier in den Bereich 2420, 2415. Und hier dann letztlich die US-Wahlen auch entscheidend werden. Die werden einfach auch die Stimmungslage dann an der Börse in Wien beeinflussen. Das heißt, hier haben wir dann zwei Szenarien, dass wir entweder hier von uns wieder absetzen und der ATX nochmal sich nach oben hin erholt. Dann kommen hier aber, wie gesagt, leider die Wahlen Anfang Dezember. Das heißt, das Aufwärtsmomentum könnte dann etwas nachlassen und die Bewegung letztlich im Bereich 2520 bis 2555 allmählich auslaufen. Ja, also wer im ATX ist, kann Bestände noch halten, aber darauf aufpassen, hier sollte man nicht mehr zurückfallen unter die 2400, ansonsten hier schon jetzt Gewinnmitnahmen am besten vorgenommen haben am Bereich der 2500. Tendenz insgesamt aber für den ATX freundlicher als für den DAX. Ja, das sieht man ja wirklich mit einem blinden Auge schon, dass dieser schöne Ausbruch hier stattgefunden hat. Also der ATX hat relative Stärke gegenüber den US-Indizes und auch gegenüber dem DAX selbst.
DAX, was war noch gewesen? Moment, DAX, die Geschichte hier. Relative Stärke hatte ich gerade schon angesprochen. S&P 500 hier gegenüber dem DAX-Kursindex nochmal dargestellt. Hier unten die relative Performance, hatte ich ja gesagt, Anfang Juli hatten wir eine Übertreibung gesehen. Dahingehend hat sich jetzt diese Übertreibung etwas abgebaut. Die US-Märkte und der DAX nahezu pari im Augenblick und ja, da sind jetzt keine wirklich klaren Tendenzen von abzuleiten. Also hier für mittelfristige Anleger würde ich mal sagen, weiter eher noch den DAX bevorzugen im Augenblick. Einfach weil hier die relative Stärke derzeit eher noch ansteigt gegenüber den amerikanischen Leitindizes. Also wenn man investieren möchte und sich die Frage stellt, S&P oder DAX, würde ich weiterhin den DAX noch bevorzugen. Natürlich auch aufgrund der ganzen fundamentalen Geschichte, das ist klar. So, damit kommen wir mal zum DAX selber. Ich habe hier mal den DAX-Kursindex noch mitgebracht. Ist ja auch mal interessant, nicht nur den Performance-Chart zu berücksichtigen, sondern eben auch den Kursindex, ja, wo ja Dividenden eben nicht reinvestiert werden, sondern eben, ja, wenn es eben dann zur Dividendenauszahlung kommt, dann kommt sie auch zu entsprechend deutlicheren Verlusten. Man sieht hier, dass wir im Gegensatz zum DAX Performance Index, im DAX Kursindex, noch unter der seit dem Rekordhoch bestehenden Abwärtstrendlinie laufen. Hier diese rote Linie, die haben wir mit dem jüngsten Anstieg hier Ende Oktober eben nicht überwunden. Und ähnlich wie auch beim DAX Performance Index stehen wir hier an einem Widerstand bei 5.260 bis ungefähr 5.280 Punkten. Auch hier jetzt im Rücklauf, möglicherweise im schlechten Umfeld, denkbar bis an die 200-Tage-Linie und die Umkehrpunkte vom September im Bereich der 4.950, 4.990 Punkte. Aber wie gesagt, der Kursindex liefert ein interessantes Signal einfach hier, dass diese Abwärtstrendlinie nach wie vor gültig ist. Ich gucke gerade in die Fragenbox rein. Ja, das habe ich schon kommentiert, den Durchbruch beim S&P 500 unter die wichtige Haltezone. Ich kann nochmal eben hier den Chart zurückholen hier. Und das waren die Indizes gewesen. Das ist der. Hier der Dow Jones, genau, ich aktualisiere gerade nochmal. Sehen Sie, hier haben wir schon eine kleine Erholung jetzt vom Tagestief. Also Dow Jones hält sich über der 18.000, noch nicht ganz so negativ wie der S&P 500, hatte ich ja hier gesagt, der S&P. Aktualisieren wir auch mal. Auch hier sieht man schon, löst sich im Augenblick ein bisschen vom Tagestief. Ja. Aber die Tendenz ist natürlich schon, jetzt sind wir hier drunter gefallen, unter die Ausbruchsmarke von 2.100, 2.130 Punkten. Das steht jetzt erstmal zu Buche. Also nur wenn der S&P jetzt heute Abend noch wieder sich erholen sollte über die 2.125, sage ich mal, dann könnte man das hier noch so ein bisschen als einen Hammer charakterisieren und dass einfach ein Angriff der Bären komplett zurückgeschlagen wurde. Aber das muss dann auch tatsächlich kommen. Sollten wir hier schließen heute, dann ist die Tendenz ganz klar negativ im Augenblick. Ne? Und wie gesagt, Ziel 200-Tage-Linie, im Extremfall 2040. So, kommen wir auf den DAX zu sprechen. Die Aussichten hier mittelfristiger Natur. Hat sich natürlich heutzutage mit dem heutigen Handelstag nichts verändert. Wir haben hier sogar noch diese innere Aufwärtstrendlinie, die immer noch aktuell ist, gültig ist, verläuft im Augenblick bei rund 10.430. Weitere Aufwärtstendenz hier eben auch noch gegeben über die steigenden Hoch- und Tiefpunkte. Also, sagen wir mal, mittelfristig, langfristig gesehen, geht der Trend beim DAX eher noch nach oben. Ja, eher noch, möchte ich hier betonen. Das ist nicht wirklich eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung, die wir hier sehen, ganz einfach auch vor dem Hintergrund diesen kompletten Absturz hier. Also auch Salami-Crashen möchte ich mal nennen, seit diesem Ende oder seit dem Höhepunkt mit den EZB-Käufen. Aber die Tendenz geht hier zumindest mal seit Jahresbeginn noch leicht nach oben. So, wir sind aber eher ja trading-orientiert. Eine interessante Geschichte, die man sich im Augenblick mal zu Gemüte führen könnte. Shooting Stars, die ausgebildet wurden zuletzt. Hier am 15. August, am 11. Oktober und vor allen Dingen hier auch nochmal schön am 24. Oktober. Die habe ich hier entsprechend mit den Pfeilen markiert.
führten immer jeweils zu einem Rückgang ausgehend vom Tageshoch des Shooting Stars von 3,2%. Ja, ich messe das immer eben aus. Da seht ihr 3,2, 3,3% ungefähr. So, würde man das jetzt wieder hier an den Shooting Star anlegen, so ist korrekt, und dann wieder 3,2% Korrektur, dann kommen wir hier ungefähr so in den Bereich von rund 10.460 Punkten, 10.470 Punkte. Das liegt hier auch wieder im Dunstkreis der Unterstützung bei 10.450 Punkten. Das wäre so eine erste Anlaufmarke, wenn man hier das Ganze mal als Blaupause nehmen würde, also die Korrekturen ausgehend jeweils von einem Shooting Star, das auch jetzt wieder würde dann uns insgesamt hier zu einem Zielbereich 10.450 bis 10.470 führen. Das mal so für den Trading-Bereich für morgen. Ansonsten muss man mal hier schauen, wo sind die nächsten Unterstützungen mit dem heutigen Handelstag. Was ist da passiert? Der DAX ist nur unter die 21-Tage-Linie gefallen. Das ist eigentlich so das Negativste. Zuvor waren wir ja schon unter die 10.650 gefallen und haben uns da nur kurz noch drüber retten können. Also diese Unterstützung ist inzwischen wieder ein bisschen hinfällig geworden. Die 21-Tage-Linie mit dem Rücksetzer heute, die hat ein bisschen für Verkaufsdruck gesorgt, aus technischer Sicht einfach auch. Das muss man derzeit beachten. Ansonsten haben wir hier natürlich jetzt das Risiko, wie gesagt, bis auf 10.450 zuerst mal zu fallen. Da bietet sich die nächste Stabilisierungszone an. Ansonsten ist hier noch nicht großartig was passiert, denn die Unterstützungen aus dem August und September sind ja nach wie vor da. Ja, die verlaufen hier so im Bereich der 10.265 bis 10.340, 10.350. Ja, da sind nochmal gute Umkehrpunkte. Also selbst wenn jetzt nochmal Trump stärker eingepreist werden sollte, dann haben wir hier zumindest mal noch die Chance, dass wir uns hier in dieser Region stabilisieren. So. Und selbst ein Rücksetzer bis hier unten an die 200-Tage-Linie wäre so im äußersten Fall noch vertretbar. Ja, da haben wir auch nochmal so eine leichte Unterstützung bei 10.100 Punkten, haben wir die 200-Tage-Linie bei 10.070. Das wäre so im Augenblick das negative Extremszenario vor der Wahl wohlgemerkt. Ja. Aber vorgelagert, wie gesagt, hier noch ganz gute Unterstützungen, an denen ich denke, dass sich der Markt schon stabilisieren wird und wir dann zumindest mal hier so in die US-Wahl starten werden. Man sieht jetzt auch hier der Prognosekorridor, der die Schwankungen im kurzfristigen Bereich misst. Auch der verläuft hier im Augenblick im Bereich der 10.265, 10.340. Also Kurse darunter kann ich mir im Augenblick eher nicht vorstellen für den DAX. Eine Erholung wird hier gerade gefragt. Ja, sehe ich maximal im kurzfristigen Bereich hier bis an die 21-Tage-Linie und hier die alten Widerstandsunterstützung bei 10.650, 10.620. Ja, das wäre so eine Möglichkeit, was man bei einer Erholung, späten Erholung der US-Börsen vielleicht noch erwarten könnte. Also hier eine Erholung ausgehend von dem Niveau 10.450, 10.500 bis hier an die 200-Tage-Linie, nochmal 10.6, 10.620 und hier könnte dann wieder ein bisschen Verkaufsdruck aufkommen. Aber ich will es ganz klar sagen, hey Leute, das sind alles politische Börsen. Ja. Da kommen jetzt nochmal massiv an Umfrageergebnissen rein. Jeder wird hier irgendwas noch kommentieren, irgendwelche Hochrechnungen. Da jetzt eine Prognose abgeben, ob der DAX nochmal die 21-Tage-Linie überwindet oder hier sich wirklich stabilisiert, das hängt ganz klar davon ab, wie die Umfragen reinkommen werden. Das ist reine, ein bisschen Casino jetzt im Augenblick. Wäre ich vorsichtig, extrem vorsichtig. Jetzt kommt gerade eine Frage zu Brent noch rein, ob ich da einen Zusammenhang sehe mit den fallenden Rohölpreis und Brent. Ja, natürlich. Das habe ich ja auch schon gesagt. OPEC, nicht OPEC, hat sich in Wien ergebnislos, sind sie wieder auseinandergegangen. Es gibt keine konkreten Vereinbarungen für ein Einfrieren der Produktion. Was haben wir jetzt vorliegen? Russland, Aserbaidschan, Kasachstan haben Produktionskürzungen erstmal abgelehnt, wollen sich daran nicht beteiligen. Brasilien, Mexiko, der Oman wollen weiterhin unter Volllast Öl aus dem Boden pumpen. Die werden sich in den nächsten Wochen nicht auf ein wirklich relevantes Niveau einigen, ja, wo man einfach jetzt die Produktion mal drosselt. Das glaubt kein Mensch. Und deshalb ist auch der Ölmarkt hier entsprechend unter Druck. Ich weiß nicht, wer darauf gewettet hat, dass die OPEC sich hier wirklich
so eine Einigung erzielen wird. War für mich von vornherein klar, dass das nicht passiert. Jetzt kommen hier einfach die Verluste. Ja, ich lese das jetzt auch in den Marktberichten überall. Fallender Ölpreis sorgt für schlechte Stimmung, weil damit sich die Konjunkturperspektiven wohl eintrüben. Also habe ich ein bisschen Mühe mit. Der Ölpreis fällt ja nicht, weil jetzt die Wirtschaftsdaten so grottenschlecht sind, sondern der Ölpreis fällt, weil die einfach die Leute merken, die OPEC ist nicht mehr das, was sie war und es wird keine Einigung geben. Der Ölmarkt wird auch 2017 weiter überversorgt bleiben. Deshalb verabschieden wir uns aus dem Öl. Ja, und nicht, weil die Konjunkturdaten so extrem schlecht sind. Ich weiß, klar, ne, US-BIP-Daten und so weiter, da kann man auch negative Punkte rausfischen und dass das Wachstum nicht so stark war im dritten Quartal und dass die chinesischen Konjunkturdaten auch alle nur irgendwie zusammengewürfelt sind, kenne ich alles. Ja, aber was hier am Ölmarkt gespielt wird, ist meiner Meinung nach ganz klar Überversorgung und keine Einigung bei der OPEC auf eine Förderbegrenzung. Gleichwohl bleibt mein Szenario weiter bestehen, ne, hier Seitwärtsbewegung. Da wird sich jetzt auch wieder stabilisieren, irgendwie hier im Bereich 41, 43, 45 und dann setzt wieder der nächste Aufwärtsschub an. Also nichts anderes wie damals schon in 2009, 2010, als wir hier auch die Seitwärtsgeschichte hatten. Hatte ich, glaube ich, im letzten Webinar schon beschrieben. Das dürfte sich jetzt einfach wiederholen. Eine Frage kommt gerade rein zu den Immobilienaktien. Ja, gute Frage. Wie schätze ich die ein? Würde ich die Finger von lassen, ganz ehrlich. Einfach aufgrund der ganzen Zinsdiskussion, die jetzt aufkommt, sieht man hier auch sehr schön in dem Chart. Immobilienaktien waren ja eigentlich in den vergangenen Jahren super gewesen, haben einfach davon profitiert, gerade in Deutschland ja auch, dass ja so ungefähr jeder einen Kredit aufnehmen konnte und sich auf einmal ein Haus leisten kann, auch die, die es sich eigentlich gar nicht leisten können. Spricht jemand aus Erfahrung, also aus der Erfahrung eben, dass ich mir eigentlich auch mal auf den Immobilienmarkt umschauen wollte, aber da werden ja Preise aufgerufen, das ist ja nicht so schön. Also, was schauen wir uns hier an? Einfach die relative Performance. Hier oben der DAX Subindex Real Estate, also die Immobilienaktien im Vergleich zum DAX selbst. Ja, hier, und das hier unten ist die relative Performance, man sieht sehr deutlich, Kapital fließt verstärkt aus dem Immobiliensektor und zwar schon seit Anfang August, Ende Juli. Ja, da ist das Ratio hier fallend. Heißt nichts anderes, als dass Immobilienaktien entwickeln sich schlechter als der Gesamtmarkt. Hier liegt eine deutliche relative Schwäche vor. Deshalb wäre ich hier weiter vorsichtig. Ja, der übergeordnete Index ist negativ. Hier haben wir noch nur Vonovia als gutes Beispiel. Schaut es euch an. Serie fallende Hoch- und Tiefpunkte fallende 21-Tage-Linie. Wir kämpfen hier mit der 200-Tage-Linie. Ausbruch zunächst einmal hier gescheitert, Tendenz eher abwärtsgerichtet, bestenfalls seitwärts. Also ich bin für Immobilienaktien nach wie vor skeptisch. Auch wenn sie schon deutlich zurückgekommen sind, gerade die aus der zweiten Reihe, aber das sieht noch nicht gut aus. Bin ich short im Öl? Also im Augenblick halte ich keine Short-Position im Ölmarkt, ehrlich gesagt. Ganz einfach, ja, im Ölmarkt fühle ich mich ganz persönlich nicht so sehr zu Hause. Ja, ist nicht so mein Basiswert, den ich gerne handle. Ich handle lieber Devisen oder die Indizes selbst. Ölmarkt habe ich irgendwie keinen richtigen Zugang zu. Aber ich würde jetzt nicht mehr short gehen in den Ölmarkt. Ja, short wäre ich gegangen, natürlich oben in dem Bereich, wo einfach die Spekulation auf eine OPEC-Einigung überhand genommen haben. Und wo die Terminmarkt, also die Netto-Long-Positionen am Terminmarkt auf Rekord gewesen sind, weil Brent sind sie immer noch relativ hoch. Da haben einfach zu viele falsch gewettet. Der Bund Future, ja auch interessant. Gute Frage noch zum Bund Future, gehe ich noch kurz drauf ein. Auch der, ja mit Schwächesignalen, keine Frage, haben wir jetzt gesehen, hat so eine Schiebezone jetzt aufgelöst hier, diese große. Umfasste ja ungefähr so 2%. Jetzt hier in Kurs gerechnet, 2% nach unten projiziert, würde uns dann hier in so einen Zielbereich von rund 159 Punkten führen, 160 Punkte. Ja, das ist allerdings jetzt hier noch nicht vielleicht so eine große Umkehrbewegung. Ich bin beim Bund Future noch ein bisschen vorsichtig, das wird immer schnell mal ausgerufen. Also grundsätzlich gehe ich auch davon aus, die Zinsen werden tendenziell eher weiter steigen, ja, deswegen auch negativ für Immobilienaktien.
aber sie können auch nicht zu stark steigen, denn das Problem ist ja, das hatte ich ja gerade eben gesagt, die Verschuldung in den USA, in den Ländern der Eurozone, weltweit bei allen Unternehmen, die ist einfach so extrem, die können einfach höhere Zinsen gar nicht mehr vertragen. Deswegen werden die Notenbanken was dagegen haben, dass die Zinsen wirklich deutlich steigen. Und damit ist letztlich auch das Potenzial für den Bund Future nach unten hin, fallende Kurse, ist ja immer steigende Zinsen, eher begrenzt. Muss mal gucken, auch was die EZB sagt zum Jahresende, wie sie ihr Anleiheaufkaufprogramm weiter fortsetzt. Aber hey, wir sind jetzt erstmal nur im Bereich der 200-Tage-Linie. Auch hier gab es schon mal einen Rücksetzer im Sommer vergangenen Jahres unter die 200-Tage-Linie. Da haben wir uns wieder erholt. Wir stehen jetzt auch nur an der 200-Tage-Linie. Hier kann schon eine erste Stabilisierung einsetzen. Dann haben wir hier aber wirklich Widerstände bei rund 163, Unterstützung bei 161 Punkten. Sollten wir unter 161 Punkte fallen, nächstes Ziel dann 159 ungefähr und dann erst wieder hier die Region 157, 158. Noch ist da nicht so viel passiert, handelt sich um eine ganz gewöhnliche Korrektur. Der Aufwärtstrend steht jetzt ein bisschen zur Disposition, aber das ist noch nicht so entscheidend im Augenblick. Da muss man wirklich auch mal abwarten, wie jetzt die Notenbanken zum Jahresende sich, wie sie sich entscheiden. Und wie gesagt, klar, ne, irgendwo muss ja das Geld auch hin, wenn wir jetzt wirklich an den Aktienmärkten mal eine Schwächephase sehen sollten. Und dann Trump siegt, was auch immer dann der Auslöser ist, dann flüchtet natürlich das Geld wieder in sichere Häfen. Dazu zählt Gold. Ja, dazu zählen natürlich dann auch die Anleihenmärkte und dann würde der Bund Future auch wieder steigen. Also einfach jetzt mal abwarten, was in den nächsten 5 Tagen bzw. nächste Woche Mittwoch dann tatsächlich dabei rauskommt. So, das soll es gewesen sein. Die Stimme hat so gerade eben durchgehalten. Bleibt zum Abschluss noch der Blick auf die Orientierungsmarken. Wieder mal aktualisiert mit den wichtigsten Unterstützungen und Widerständen. Ja, und das war's gewesen für diese Woche. Wie gesagt, einfach mal ein bisschen jetzt ruhig bleiben, die Märkte nicht jetzt hier jeden Prozentpunkt hinterher hecheln oder auf irgendeinen Fahnenzug noch aufspringen, sondern einfach mal abwarten, was dabei rauskommt, die Nervosität so ein bisschen an sich vorbeiziehen lassen, den Endspurt im Wahlkampf selbst ruhig ausklingen lassen, ist meine Empfehlung, und dann einfach nochmal gucken, was ab nächste Woche Mittwoch angesagt ist und sich dann nochmal positionieren. Aber nicht zu früh. Ansonsten ist das alles nur Zockerei. Ja. Und dann ist das Geld weg und nachher hat man kein Kapital mehr, um entsprechend zu agieren. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank für die rege Teilnahme auch und viele Grüße. Behaltet eure Stoppkurse im Auge. Bis zum nächsten Dienstag wieder und tschüss.